Ich stehe hier auf dem ersten Bundesparteitag der Werteunion mit Jörg Uhlig, dem Landesvorsitzenden von Bayern. Herr Uhlig, bitte beschreiben Sie diesen Bundesparteitag in 3 Worten. Hallo Frau Stockmann. Das waren noch nicht die 3 Worte. Ja, das ist jetzt schon vorbei. Er ist spannend, er ist teilweise kontrovers auch. Die Mitglieder können ihre Meinung sagen und das ist wichtig. Das waren jetzt mehr als 3 Worte, aber mit 3 Worten geht das nicht, ja. Naja gut, es ist trotzdem noch kurz und knackig. Den Bayerischen Landesverband gibt es ja erst seit ein paar Wochen. Mhm. Aber was ist Ihr bisheriges Fazit? Die Mitglieder werden hier gehört, ihre Anregungen werden aufgenommen und je nachdem, was möglich ist, werden dann auch umgesetzt. Also ich bin sehr froh. Es ist auch immer wieder schön, wenn man Leute kennenlernt, die man bisher noch nicht persönlich kennengelernt hat. Es ist sehr wichtig, sich hier zu vernetzen. Und insofern ist es ein sehr gelungener Parteitag soweit. Und was wollen Sie mit der Werteunion in Bayern bewirken? Was wollen wir? Das, was alle anderen in der Werteunion auch bewirken wollen. Wir wollen eine Politikwende hin zu einer vernünftigen, zu einer bürgerlichen Politik. In Bayern wird es ein bisschen schwieriger, weil wir haben hier mehrere Parteien, die sich auf diesem Gebiet zumindest vorgeben zu tummeln, was sie aber nicht tun. Weder die CSU noch die FDP, die Freien Wähler, AfD, weiß ich auch nicht, was ich von denen genau halten soll. Das ist kompliziert. Aber die Werteunion ist die einzige Partei, die hier wirklich meines Erachtens nach inhaltlich in der Lage ist, eine vernünftige Politikwende hinzubekommen im Sinne des Bürgers. Wo sehen Sie die Werteunion in einem Jahr? Schwierig. Wir sind hier wir haben uns alle auf eine interessante Reise begeben. Wir sind gerade im Start dieser Reise und es ist sehr schwierig, da Abschätzungen zu geben. Ich würde mal sagen, die Werteunion wird in der Fläche stärker vertreten sein. Sie wird hoffentlich sehr viel bekannter sein, als sie im Augenblick ist. Und wir werden in einem Jahr mit Sicherheit auch sehr viel mehr Zulauf bekommen, weil die Wähler, auch die Stammwähler von CDU und CSU merken, dass auch eben CDU und CSU nicht das halten, was sie versprechen. Was halten Sie von CDU und CSU? Habe ich gerade gesagt. Also eigentlich sind das, ich war 30 Jahre in der CSU. Also ich kann hier wirklich von der Pike auf erzählen oder habe gesehen, wie sich die CSU verändert hat von einer, wie man das neudeutsch nennt, Bottom-up-Partei, wo die Mitglieder auch was sagen dürften, spätestens unter Söder zu einer Top-Down-Partei, wo einer was vorgibt und alle anderen halten sich da dran. Und es wird nur noch auf das gehört, was der Chef zu sagen hat und was der Chef vorgibt. Und inhaltlich völlig beliebig, völlig entkernt. Das ist eben, weswegen sich die Werteunion 2017 auch gegründet hat, um dem innerhalb der Parteien entgegenzuwirken, innerhalb von CDU und CSU. Das hat nicht funktioniert. Konsequenterweise gibt es jetzt eine eigene Werteunion-Partei. Wie erklären Sie sich aber, dass die Bayern bislang immer noch die Union wählen? Wie erklären Sie sich, dass die Bayern bislang immer noch die CSU wählen? Naja, die CSU hat in vielen Jahrzehnten übrigens ganz zu Recht auch es geschafft, dass CSU und Bayern gleichgesetzt werden. Also die CSU ist Bayern oder jetzt aus meiner Sicht die CSU war mal Bayern und das ist sie jetzt aber nicht mehr. Die CSU ist genauso beliebig geworden wie die CDU und das müssen wir den Leuten eben klar machen, dass wenn sie jetzt CSU wählen, sie nicht mehr die CSU wählen, die es vor 30 Jahren gegeben hat und die auch damals mit vollem Recht gewählt werden konnte. Wie sehen Sie die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten? Ich hätte mir Ron DeSantis gewünscht, aber man in Anbetracht der Alternative, ja klar, bin ich auch froh, dass Donald Trump jetzt die Wahl gewonnen hat. Und ich hoffe, Europa und die USA können vernünftig zusammenarbeiten, ohne große Hackeleien, ohne Zölle hin und her. Und bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Was sagen Sie zum Ampel aus? Da bin ich sehr froh drum.
Weil diese Ampel, die hat alles, was in Merkel-Jahren bereits in die falsche Richtung geleitet worden ist, hat die Ampel das nochmal grundlegend verschärft und beschleunigt, den Niedergang Deutschlands. Ich bin froh, dass diese Nichtskönner, man muss es einfach so sagen, dass diese Nichtskönner jetzt ihre Macht erstmal verloren haben. Bin allerdings relativ skeptisch, ob sich das unter einer CDU-CSU-Regierung ändern wird. Das leitet meine nächste Frage ein. Was halten Sie von Friedrich Merz? Er ist ein beliebiger Politiker, der sein Fähnlein nach dem Wind hängt. Du kannst dich nicht auf das verlassen, was er heute gesagt hat, dass das morgen noch gilt. Das gilt übrigens für Markus Söder ganz genauso, wenn nicht noch in viel stärkerem Maße. Und deswegen, ich halte von Friedrich Merz, den wir ja als Werteunion mal früher unterstützt haben. Er ist aber eben auch genau das, was man von der Partei als solche sagen kann. Sie ist nicht mehr das, was sie mal war. Und deswegen, ich erwarte mir von Friedrich Merz sehr wenig bis gar nichts. Und wer wäre Ihr nächster Wunschkanzler? Hans-Georg Maaßen, selbstverständlich. Haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne.